Immer mehr Menschen wünschen sich einmal unter einem Baum die letzte Ruhe zu finden. So auch in Kamenz, wo heute der Friedwald feierlich eröffnet wurde. Etwa 38 Hektar des Waldes auf dem Vogelberg westlich der Stadt sind das neue Areal des Friedhofs. In dem Laubmischwald stehen Buchen, Eichen und Linden als Bestattungsbäume zur Auswahl. Die Bäume ersetzen die Grabsteine, die es in dem Friedhof im Wald nicht gibt. In biologisch abbaubaren Urnen wird die Asche der Verstorbenen an den Bäumen befestigt. Im Eingangsbereich des Friedwaldes, deren Träger die Stadt Kamenz ist, gibt es einen Andachtsplatz für Hinterbliebene. Dieser kann auch als Trauerhalle genutzt werden. Eine künstlerisch gestaltete Holzstele wurde in Anlehnung an die Ringparabel aus Nathan der Weise angefertigt und nimmt somit Bezug zur Lessingstadt. An dem Andachtsplatz soll auch ein Gingohain entstehen. Roland Danz, Oberbürgermeister der Stadt Kamenz, André Ransch vom Familienforstbetrieb Vogelberg und Matthias Laufer, Geschäftsleiter der Friedwald GmbH, pflanzten heute symbolisch den ersten Gingo. Mehr zum Friedwald-Konzept sehen Sie nächste Woche in einem ausführlichen Bericht in der Drehscheibe Lausitz.